Ja, Biathlon besteht ja aus Skilanglaufen und aus Schießen. Und wir probieren halt, das so perfekt wie möglich zu kombinieren, indem man erst das Laufen trainiert und das Schießen auch trainiert. Und das halt dann in Perfektion versucht, bis zum Winter zusammenzubekommen. Ja, das ist genau die Herausforderung, diese Gegensätze so zu trainieren. Das geht nur über dieses komplexe Training, also diese Kombination aus Lauf, wie auch immer, ob jetzt zu Fuß oder schwerpunktmäßig auf Skiroller, weil es halt dem Ski am nächsten kommt, mit dem Schießen in verschiedene Belastungen. Man fängt da sicherlich am Anfang von der Belastung her erst im unteren Bereich an und steigert sich dann von Saisonverlauf zu Saisonverlauf immer in die höheren Belastungen, um das einfach zu trainieren, was wir dann im Wettkampf hoffentlich abrufen. Man muss einfach trainieren, mit dem hohen Puls auch dann zu schießen und ja, wirklich einen ruhigen Stand haben, ruhig visieren, kurze Luft anhalten und dann zu treffen oder zumindest versuchen zu treffen. Und ja, unter extremer Anspannung mit ganz konzentrierten Gedanken und ja, dem Fokus auf genau die eine Scheibe legen.